Peace, ihr Karotten, und willkommen zurück bei Let's Play Fallout 3. Ja, wir sind hier immer noch in Oasis, dem Baumstaat. Und ja, wir haben eine Entscheidung zu treffen. Legen Sie Ihre Geräte ab und bestaunen Sie seine Wunder. Meine Geräte? Was? Was kann ich an einem so wunderschönen Tag wie heute für Sie tun? Wie ist Ihre Meinung über Baumvater Birch und Blattmutter Laurel? Ja, sag mal. Wenn sie nicht wären, wäre dieser Ort wohl verloren. Man kann nicht sagen, welches Schicksal den großen Herrscher ereilt hätte, wenn Leute wie die Raiders zuerst hier gewesen wären. Okay. Erzählen Sie mir von Ihrem Gott. Er ist der große Herrscher. Der Baumvater der Baumväter. Auf der ganzen Welt gibt es kein großartigeres Wesen. Ich habe mein Leben dem Schutz dieses Ortes vor der Außenwelt verschrieben. Und dieser Pflicht werde ich immer treu bleiben. Boah, das war eine Aufgabe, meine Gute. Wie kommt man denn an einen Ort wie diesen? Ich wurde durch seinen Willen hierher gebracht. Ich hörte seinen Ruf und ich folgte ihm. Ich glaube, dass nur wenige würdig sind, diesen Ort zu finden. Und es ist mir eine Ehre, dazu zu gehören. Darum fürchte ich den Tag, an dem Oasis über seine Grenzen hinauswächst. Ja, es wäre gefährlich, wenn das Ödland wüsste, wo Oasis liegt. Sprache wäre doch auch egal. Oasis ist weit genug vom Schuss. Warum so egoistisch? Dieser Ort sollte allen gehören. Wäre doch auch egal. Oasis ist weit genug vom Schuss. Ich mach das mal, weil da 100% steht. Das stimmt. Aber Sie haben es auch gefunden. Wie viele andere werden noch auf Oasis stoßen? Werden Sie freundlich gesinnt sein? Ich mache mir Sorgen. Echte Sorgen. Wie wurde Oasis noch gleich gefunden? Ich wurde durch seinen Willen hierher gebracht. Ich hörte seinen Ruf und ich folgte ihm. Ist das nicht wundervoll? Oh, ich hasse so Nonsensgequatsche, ne? Du fragst eine Antwort, eine Frage, willst Fakten und eine sachliche Antwort. Und was bekommst du? So ein kauderwelsch Nonsens, der dir überhaupt nichts sagt und keine neuen Informationen liefert. Das, keine Ahnung, das ist blinder Glaube, ist das. Das ist nichts anderes hier. Du bist eine Sektenanhängerin. Die anderen, weißt du, der eine, der war ja so, ja gut, ich wurde hier gefunden und so, weil ich verletzt worden bin. Danke für die Information. Und sie, sein Ruf. Und ja, ich habe ihn gehört. Und ihm bin ich gefolgt. Hä? Das ist nichts Logisches. Nichts davon. Was mussten sie tun, um Baumhüter zu werden? Ich musste die Ideale von Baumvater Birch verinnerlichen und meine Abhängigkeit von der Technologie über Bord werfen. Mhm. Gut. Wenigstens mal etwas. Möge die Lebenskraft seiner Weisheit sie erleuchten. Macht er bestimmt. I don't know. Ich bin da anscheinend nicht open-minded für. Weiß ich nicht. Ich bin so ein klare, faktenlogisch denkender Mensch. Und wenn mir jemand mit solchem... Nee, mag ich gar nicht. Jeder kann seinen Glauben haben und Religion und sowas. Wer das möchte, gerne. Jeder kann so leben, wie er will. Aber für mich ist das nichts. Hier ist es wunderschön. Ja, dich hatten wir schon, ne? Legen Sie Ihre Geräte ab und bestaunen Sie seine Wunder. Die seufzt. Wir haben es auf in der Aufnahme. Habe ich schon mit der geredet? Eigentlich so ganz privat? Haben Sie Fragen an mich? Jede Information über die Höhlen unterhalb von Oasis wäre sehr hilfreich. Wenn der große Herrscher Sie als würdig erachtet, lässt er Sie bis zu seinem Herzen vor. Macht er sowieso. Soll ihn ja umbringen. Ich habe ein paar Fragen zur Aufgabe, die ich bekommen habe. Kann ich Sie etwas über... Ja, erstmal das hier. Ich habe ein paar Fragen zur Aufgabe. Kein Problem. Stellen Sie ruhig Ihre Fragen. Warum machen Sie sich nicht selbst auf zu Harolds Herz? Wo kommt das Einreibemittel her? Wo ist der eigentlich? Warum machen Sie sich das nicht selbst dahin? Der große Herrscher hat uns noch nicht erlaubt, in den Untergrund zu gehen. Wir wussten nicht genau, warum. Bis Sie kamen. Was? Jetzt bin ich aber hellhörig geworden. Wo kommt das Einreibemittel her? Die Salbe wurde von Bloomsier Poplar hergestellt. Ihr Wissen seiner Gaben und wie sie eingesetzt werden, um uns zu helfen, ist einfach erstaunlich. Wo ist der Eingang? Der Eingang zu den Höhlen liegt südwestlich des Pavillons. Mhm. Ich werde noch was anderes fragen. Kann ich etwas über die Baumhüter fragen? Stellen Sie ruhig Ihre Fragen. Du bist ja nett. Wie hat das angefangen?
Ich fürchte, ich habe leider nicht zur Erschaffung meines Mannes beigetragen. Ich bin etwa ein Jahr nach ihm angekommen. Lange, nachdem er die Baumhüter erschaffen hatte. Das wäre auch gruselig, wenn sie bei der Erzeugung ihres Mannes dabei gewesen wäre. Wie behandeln die Baumhüter normalerweise die anderen Leute von außerhalb? Ohne seinen Segen würden wir keinen Außenstehenden in diesem Tal dulden. Kann ich ein Baumhüter werden? Obwohl wir sie mit offenen Armen empfangen würden, wurden sie offensichtlich hierher geleitet, um uns zu helfen. Wir müssen lediglich noch sehen, aus was diese Hilfe bestehen wird. Also nein. Ja. Tschüss. Möge der große Herrscher seinen Segen über sie aussprechen. Ja. Harold hat seinen Segen, hat nämlich, den kennen wir ja auch schon. Was ist hier da schon wieder? Willkommen Hirn. In Oasis. Schnecken. Ja, wir haben. Wunderschön. Wir haben eine Entscheidung zu treffen, und zwar, ob wir, was wir jetzt machen, ob wir Harold helfen, das hatten wir schon in der letzten Folge bequatscht, oder ob wir, ob wir die Oasis ausbreiten oder ob wir Oasis eindimmen. Fragen über Fragen. Ich weiß nicht so recht, was ich machen soll. Aber ich glaube, ich werde Harold helfen, weil Harold ist einfach nur ein Mensch. Ja. Und Harold will Ruhe. Ich kann es verstehen. Aber irgendwie ist es auch scheiße, dass hier... Dann würde ich wahrscheinlich hier diese Oase kaputt machen. Beziehungsweise... Habe ich mit der schon geredet? Beziehungsweise... Es könnte wieder begrünt werden, das Ödland. Und ich würde das verhindern. Haben Sie vielleicht noch weitere Fragen an mich? Was ist Ihre Meinung über Baumvater Birch und Blattmutter Laurel? Oder Lorel? In letzter Zeit haben sich die Dinge zwischen Ihnen etwas verschlechtert. Manchmal brauchen Sie Monate, um sich auf irgendwas zu einigen. Ich weiß, dass Sie sich lieben, aber ich fürchte, die Belastung Ihrer Führungsrolle treibt Sie auseinander. Boah, die ist ja fürsorglich. Muss gehen. Möge Ihr Geist unter seinen Zwang... Mach ich. Ja, ich habe diesmal die, ich bin in der Webcam wahrscheinlich ein bisschen heller, weil ich weiß nicht, ob es einigen vielleicht schon aufgefallen ist, dass meine Webcam in letzter Zeit einfach bestimmte Passagen asynchron sind vom Ton her. Also, und das ist wirklich nicht so, dass es sich mit der Zeit irgendwie verzieht, sondern ein paar Passagen sind dann richtig, dann ist es wieder asynchron und dann wird es wieder synchron. Also irgendwas ist dann mit meiner Kamera, dass der so umspringt. Und ich habe gedacht, dass es vielleicht an der Helligkeit liegt, dass er deswegen irgendwie das nicht hinkriegt, dass ihm das zu dunkel ist, um da genug Frames rauszuhauen. Und deswegen habe ich jetzt mal ein bisschen helleres Licht hier. Also nicht wundern, ist nur ein Experiment, ob das klappt. Und was man noch zur Technik sagen kann, ich nehme das erste Mal in 60 FPS auf. Ich dachte mir, ich probiere das mal aus. Eigentlich wollte ich das ja, also dachte ich, ich brauche das nicht, aber ich kann ja mal seine Meinung ändern und mal was ausprobieren. Vielleicht sieht es ja besser aus. Hallo! Hatte ich mit der schon geredet? Ich weiß es nicht. Wie ist Ihre Meinung? Sagen Sie mir, werte Frau, wie ist Ihre Meinung über Baumvater Birch und Blattmutter Laurel? Sie sind die besten Eltern aller Zeiten. Was sind deine Eltern? Du tust mir leid. Möge die Lebenskraft seiner... Ja. So, also... Ich bin unschlüssig. Wir gucken nochmal in die Aufgabe. Oasis, also. Optional. Laurels Einreibemittel auf Harolds Herz auftragen, um sein Wachstum zu beschleunigen. Könnte natürlich auch schlechte Auswirkungen haben. Wir wissen ja nicht, ob das hier wirklich gute Natur ist. Es kann ja auch sehr, wie nennt man das, mutierte Natur sein. Also es muss ja gar nicht mal eine natürliche Natur hier sein. Weil er ist ja auch mit dem Baum zusammengewachsen durch irgendwelche schleimige grüne Masse, hat er gesagt. Deswegen bin ich mir da nicht so sicher. Auch wenn es natürlich toll wäre, wenn das ganze Ödland wieder grün werden würde. Optional Birchs Baumsaft auf Harolds Herz auftragen, um sein Wachstum anhalten. Das wäre, glaube ich, die schlimmste Variante, weil dann würde zwar Oasis, dann würde erstmal das ganze Ödland nicht davon profitieren und Harold würde weiterhin leiden. Also das wäre hier noch, ja, dann würde Harold zwar leiden, aber das ganze Ödland würde wahrscheinlich profitieren. Und hier... keiner, bis auf die hier sind, profitieren und Harold leidet und hier in die unterirdischen Höhlen eindringen und Harolds Herz vernichten. Das wäre ja ihn erlösen. Und ich weiß nicht, irgendwie tendiere ich hierzu, weil erstmal, er ist ja ein Mensch, er ist kein Baum und er ist kein Gott. Er ist einfach ein Mensch, der in einer sehr misslichen Lage geraten ist und einfach leidet und irgendwie würde ich ihm seinen Wunsch gerne schon erfüllen. Und ich bin mir auch nicht sicher, dass wenn sich das hier alles ausbreitet, das gut für das Ödland ist. Weil, wie gesagt, ich glaube, das ist hier mutierte Natur und keine
wirklich reine Natur, wie wir sie kennen. Deswegen, weil man sieht ja auch diese Giftpilze und sowas und das Wasser ist radioaktiv. Ich bin mir nicht so sicher, ob das hier alles rein ist. Und deswegen würde ich gerne in die Höhlen gehen und Harold retten. Frage ist... Warte mal. Frage ist... Wo sind denn die Höhlen? Hä? Was ist das denn hier? Achso, das ist meine Kartenmarkierung. Entfernen. So. Ist es draußen? Lokale Karte? Höhlen von Oasis. Ach, da sind sie ja. Hä, sind da, war ich da schon drin? Warte mal, warte mal. Mal gucken. Hier ist es wunderschön. Nicht wahr? Komm ich da hin? Hallo? Hallo? Lassen Sie mich wieder raus. Dankeschön. I'm confused. Nee, das wird das nicht sein, oder? Was sieht's aus? Lass mich rein. Lass mich rein, lass mich rein. Die warten ja auch alle so. Hab keine Geräte. Südwestlich, hat sie gesagt. Vielleicht hier? Sind das echt die, in denen ich schon war? Krass, aber da war ich doch schon. Da habe ich doch alles schon gesehen. So sieht's aus. Ich mach mal mein Dingslicht an. Das andere Höhlen? Nee, waren wir doch schon. Wo ist denn dein kackiges Herz? Haltet? Also ohne Kammern, okay, da muss ich rein. Mein Redex einschmeißen, das ist hier. Das kann so nicht weitergehen. Da. Gott sei Dank haben wir alles schon gesäubert. Hoffe ich jedenfalls. Kommt man da auch durch? Nein. Stella, lauf durch das radioaktive Wasser. Das ist sehr gesund für deinen Teint. War das. Müssen wir wieder tauchen, Leute? Okay, war realistisch. Hätte ich auch so lange anhalten können. Okay. Hey, Johnny. Lange nicht mehr gesehen. Ab in die verbundenen Kammern, liebe Leute. Seid ihr dabei? Seid ihr dabei? Ihr auch? Yay! Hey! Au, oh, wir sind alle dabei. Pack mit. Du bist auch dabei und stehst im Weg. Rasenmäher, Messer. Wo müssen wir jetzt hin? Wo ist Harolds Herz? Okay, hier ist Harolds Herz. Hä, geht's da noch weiter? Da geht's noch weiter, da waren wir doch schon. Ich bin verwirrt. Ich bin so. Da blubbert was. Mach keinen Scheiß. Warum kommen denn da jetzt Leichen hochgeplättert? Die gab's doch vorher nicht. Sind die jetzt im Sonderangebot? Hast du auch gesehen, ne? Komm, wir plündern die jetzt aus. Obwohl ich ein bisschen Angst habe, da jetzt reinzugehen. Komm. Da schwimmt doch was. Was ist das? Wetter kommt was auf uns zu. Ich gehe da nicht rein. Ich bin lebensmüde. Das ist ja eklig. Da ist noch was. Das macht mir Angst. Das ist mir unheimlich. Was ist hier los? Ein Geist! Jetzt reicht immer, ich mich umdrehe. Willst du mich verarschen? Auf damit! Vorsichtig! Ja! Du siehst das auch, ne? Ich will hier weg. Ich will hier weg. Ich habe nichts gesehen.
das habe ich ja vorher gar nicht gesehen. Guck mal. Ha, gut, dass wir nochmal rein mussten. Brennstoff. Mag ich. Hey, Brennstoff ist immer super. Kannst in kalten Zeiten, kannst du Marshmallows braten. Was ist denn hier ein Sturmgewehr? Ein chinesisches auch noch. Luxus, was ist das da? Ein Stealth Boy. Heißt das was? Wenn ein Stealth Boy liegt, soll mir das was sagen? Soll mir sagen, dass ich hier auf der Stelle kehrt machen soll? Und abhauen soll? Okay, wir können nichts mehr mitnehmen. Also lassen wir das auch sein. Nee, war schon richtig. Ja, da war doch richtig. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass hier noch ein Gang ist. Waren wir doch schon, oder nicht? Sind wir hier letztes Mal nicht lang, oder war das einfach verschlossen? Hier waren die Wurzeln vor. Leute, Wurzeln. Wurzeln sind weg. Ich habe da doch da durchgeguckt und dachte, da wäre ein Weg. Das erinnert mich irgendwie ein bisschen an Resident Evil. In irgendeinem Teil gibt es eine Pflanze, die im Keller wohnt. Einer der älteren Teile natürlich. Ist ja ekelig. Hallo? Hallo, Pilzfarm. Pilze! Oh, doch, Beat, ey, du musst mir auch nicht auf Schritt und Tritt folgen, ne? Was hier? Wo geht's hier lang? Feuchte Höhle. Feuchte Höhle, Leute. Harolds Herz. Die Gehirne. Das ist so ekelig, ey. Das ist so abartig. Wer findet sowas? Okay, Harolds Herz. Okay, Renex hat nachgelassen. Was sollen wir noch mit Harolds Herz machen? Das zerstören einfach, oder was? Oder Feuer? Oh Gott, ich dachte, was ist das? Das ist Dogpeed. Guckt euch mal Sharon an, der nickt den Beat. Und guckt dabei Dogmeat an. Hammer. Hammer, Leute. So, okay. In die unterirdischen Höhlen eindringen und Harolds Herz vernichten. Kann ich da drauf schießen? Geht das? Okay, Leute, ich F5 mal. Geht das? Nee, geht nicht. So, sie haben Harolds Herz gefunden. Glückwunsch! Harolds Herz vernichten, Baumsaft anwenden, um Harolds Wachstum anzuhalten. Laurels Einreibemittel anwenden, um Harolds Wachstum zu beschleunigen. Nichts tun. Harolds Herz vernichten. Amen. Baumgott, Ruhe in Frieden. Nein, wartet. Liebe Leute, wir haben uns heute hier versammelt, um Harold, den Baumgott, plus seinen Freund Bob, alias... Wie heißt der nochmal? Alias. Keine Ahnung. Hier zu Grabe zu tragen. Er hatte ein langes, erfülltes, radioaktives Leben und hat diesen Spinnern eine Lebensaufgabe gegeben. Das wollen wir jetzt beehren und eine Schweigeminute einlegen. So, das reicht. Wir vernichten mit seinem Herz. Ruhe in Frieden, Harold und Bob und wie du sonst noch heißen sollst. Amen. Sie waren Harolds Mutationen ausgesetzt. Ihre Haut ist jetzt so hart wie Rinde. Ich weiß nicht, ob ich mich freuen oder traurig sein soll. Weil, geil, meine Haut ist hart wie Rinde. Geil. Aber sie waren seinen Mutationen ausgesetzt. Ich will kein Mutant sein. Obwohl, dann könnte ich ein X-Men werden. Ja. Okay. Oh, Harolds Herz, du läufst auf. Harolds Herz wurde vernichtet. Und Sharon nickt immer noch im Beat. Jetzt brummelt er auch noch. Ich würde ja mal... Hi, ich würde ja mal gerne in die feuchte Höhle. Moment, da geht's in die feuchte Höhle. Ich habe ja nämlich ein bisschen Angst, dass die mich da oben jetzt zerfetzen. F5, da gehen wir mal rein. Hallo, feuchte Höhle. Hey, wie geht's dir so, feuchte Höhle? Haben wir hier schon? Nee. Ah, könnte gefährlich werden. Und nicht ein... Was? Was?
Was? Ne, das akzeptiere ich nicht. Wir können zwei Könige nebeneinander herrschen. Das geht gar nicht. Das ist voll unlogisch. Spiel, denk doch mal nach. Das geht nicht. In der Hierarchie können nicht zwei Könige nebeneinander leben. Zwei Löwen würden sich auch aus dem Rudel vertreiben. Voll doof. Meierlöck sind doof. Spiel doof. Ich will nicht. Ich will die nicht töten. Kann mir nicht mehr helfen. Was machen wir denn jetzt? Die gucken mich an. Ich bin so angsteinflößend. Jetzt bin ich eingefroren wie eine Statue. Und ich andere, ich laufe auch. Und ich bin eingefroren. Gucken die mich an oder was ist los? Haben die mein Agro? Na, da kommt der nächste Bauer angetrampelt. Der hat, glaube ich, mein... Oh, der sieht voll gruselig aus. Ich brauche Hilfe hier. Wisst ihr, was wir brauchen? Ein Folgenpäuschen. Wir müssen uns erstmal von dem Schock der zwei Könige holen. Ja. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und dass ihr das nächste Mal dabei seid, wie wir die zwei Meierlöck-Könige und ihren Lakaienbauern da unten alle machen. Ja. Dann danke fürs Zusehen. Lasst mir ein kleines Feedback da. Das würde mich freuen. Und bis zum nächsten Mal. Und los, Leute. Bäh!